Hallo und willkommen zum neuen Video aus Litauen. Jetzt vorhin noch in Polen, jetzt in Litauen. Grenzübergang war nichts Besonderes. Haben sogar fast verpasst, dass da die Grenze ist. Was sind wir jetzt gefahren vielleicht? Ich glaube knapp 100 Kilometer. Und ja, ein bisschen was gibt's. Dann doch, was uns aufgefallen ist, als allererstes, das wussten wir gar nicht bis gestern, hier ist eine Stunde Zeitverschiebung, also wir haben jetzt sozusagen eine Stunde voraus. Baltikum ist mitteleuropäische Zeit plus zwei und dann sind die Spritpreise direkt nach der Grenze höher gewesen. Wir haben in Polen nochmal vollgetankt, ungefähr 1,70 und hier war es jetzt so, 1,91 waren die meisten Tankstellen, war auch einmal 1,97, aber genau, also so 20 Cent mehr. Papa. Ansonsten bis jetzt nur flaches Land. Und wir haben jetzt ja, oder beziehungsweise Peggy hat einen Aussichtsturm gefunden, zu dem laufen wir gerade. Da geht es wohl 300 Stufen hoch. Sind wir jetzt einfach mal gespannt, was das überhaupt ist und was es da für Aussicht gibt. Und dann wollen wir noch einen Stellplatz heute suchen und wahrscheinlich morgen dann in die Hauptstadt nach Vilnius fahren. Interessante Straßenbeleuchtung hier, geschwungene Laternen und da vorne, das ist der Turm, wo wir hoch wollen. Ja, da vorne stehen ein paar Zelte. Gucken wir mal, was da los ist. Was ich noch erwähnen wollte. Lettland, Litauen und Estland haben den Euro. Ich glaube, mindestens zwei Länder von denen noch gar nicht so lang. Ja, müsste man jetzt nochmal nachlesen. Aber das heißt, wir brauchen nicht mehr umrechnen. Deshalb im Zloty war auch ganz angenehm. Also von außen Holz, von innen Stahl. Und da geht's jetzt mal hoch. Peggy, schöne Aussicht. Ich glaube nicht, was ich hier gemacht habe. Peggy ist nicht ganz schwindelfrei. Nee, nicht ganz. Ich hasse mich gerade dafür. Die Kinder juckt das ja gar nicht. Nee. Aber geile Aussicht. Wir können es mal nicht ganz wiedergeben, was es eigentlich zu sehen gibt. Nee, aber das da unten, was ihr seht, ist auf jeden Fall der Fluss, der Nemel. Ja. Das ist ja auch ein Naturschutzpark. Oder Naturschutzgebiet. Der ist knapp 1000 Kilometer lang. Ich glaube 937 Kilometer lang. Ja, da hinten sieht man vielleicht ein bisschen, steht auf jeden Fall der Camper. Dort ist die Kirche zu sehen. Und ansonsten sind halt hier wirklich diverse Wälder, die auch auf den Bildern abgebildet sind. Und da hinten scheint eine große Urlaubsanlage zu sein. Da ist ein kleiner, da ist ein Wasserpark. Und ja, die drei sind schon auf dem Weg nach unten. Ich mache mich mal hinterher. Was ein bisschen schwierig ist, ist hier runter gucken. Vielleicht sieht man das ein bisschen, man kann bis ganz unten gucken, da muss man schon ein bisschen schwindelfrei sein. Ansonsten hat sich der Trip doch schon mal gelohnt hierher.
So, da waren alle Akkus leer beim Aussichtsturm und wir haben uns einen Stellplatz gesucht und gefunden. Und wie wir denken, kann der sich sehen lassen. Also wir stehen jetzt hier direkt am Memel, diesem großen Fluss. Wir sind jetzt 20 Minuten bisher hergefahren. Hier ist die Bande, gucken, was hier los ist. Und da vorne sind Angler. Ja, wie ich gerade gelesen habe, kann man in Litauen hervorragend angeln. In Süß- als auch in Salzwasser. Und die Angelerlaubnis kostet nur ganz, ganz wenig. Ein Monatsticket ist 5 Euro. Und es gibt auch 2-Tages-Tickets, irgendwie 1,40 Euro oder so. Und da will ich nachher mal versuchen, ob man das irgendwie online buchen können oder besorgen können. Da könnte man hier mal die Angel reinschmeißen. Ja, ansonsten gibt es hier wohl noch eine Süßwasserquelle. Ja, stehen wir. Und ja, wo der Kleine hinrennt, geht eine Treppe hoch. Gibt es irgendwie so einen kleinen Wanderweg zu dieser Quelle. Da werden wir jetzt gleich mal gucken gehen, ob wir das so finden. Ja, hier geht es aber hoch. Gehen wir einfach mal den Weg, gucken, wo wir landen. Since you went away, it came to a halt. Silence is everywhere, and you're not. Es geht noch weiter hinauf. Eine Aussicht jagt hier die nächste. Wie Peggy gerade sagte, wieder ein wunderschönes Plätzchen gefunden. Und ja, das mal wieder durch einen Zufall. Damit haben wir nicht gerechnet. Oh ja. Ich zeige euch gleich mal die Aussicht. Da geht es Richtung Ort und Kirche. Das ist eine Kirche oder sowas? Ne? Ja. Und hier unten ist der Fluss. Wir sind jetzt nochmal weitergelaufen und stehen direkt hier vor der Kirche. Die wurde 1863 erbaut. Ja, könnte ein bisschen Liebe vertragen. Guck mal, Papa, hinter dir, was ist das hier? Was ist das? Ein Igel. Was macht der hier? Was will denn der hier? Den haben wir gar nicht gesehen, fast draufgetreten. So, wir sind jetzt weiter gedüst von unserem Stellplatz am Fluss. Sind inzwischen in Vilnius angekommen. Die Fahrt hierher war
krass langweilig. Gefühlt 100 Kilometer nur geradeaus zwischen Feldern und Wäldern, sonst nichts. Ja, wir haben jetzt kein konkretes Ziel, wir wollen mal in die Altstadt gehen. Eventuell, oder das wäre so ein kleiner Wunsch, mal was Regionales essen. Und ansonsten einfach mal eine Runde schauen, was es hier so Schönes gibt. Hier rechts haben wir jetzt das großfürstliche Schloss Vilnius und wir sind genau da geradeaus, wo die drei davor hocken, durchgekommen. Und links davon ist eine Kathedrale und da vorne ist noch ein Glockenturm. Wir stehen jetzt vor der Republik Utopia. Das ist eine eigenständige Republik in Vilnius. Und zwar steht in deren Verfassung, dass jeder das Recht auf Glück hat. Dass die Republik wurde, haben wir gelesen, ein bisschen gegründet von Künstlern und Freischaffenden. Bei uns war heute ein absoluter Regen- und Fahrtag. Ja, ich habe gestern oder wir haben gestern Abend noch ein paar nette Aufnahmen über Vilnius gemacht. Wir waren heute früh dann noch mal ganz kurz in der Stadt gewesen. Aber da war nichts Besonderes. Wir sind nur in so einem komischen Center rumgelaufen, einfach weil es extrem doll geregnet hat. Und haben dann entschieden, dass wir uns auf die Socken machen, Richtung Osten. Ja, unser Plan war ja sowieso Richtung Ostsee zu fahren und sind dann losgefahren und die Kinder haben geschlafen und geschlafen und geschlafen. Und da haben wir kurzerhand entschieden, wir fahren durch und sind tatsächlich, also wir sind komplett durchgefahren bis an die Ostseeküste. Gerade ein LKW lang gedonnert, der zur Fähre will. Und sind dann, wann war es denn, ungefähr 16 Uhr in Klaipeda angekommen und stehen jetzt quasi hier an dem neuen Hafen, wo man dann hier mit der Fähre, das zeige ich gleich mal, übersetzen kann auf das kurische oder auf die kurische Nährung. Und es fahren natürlich auch hier größere Fähren ab Richtung, ich glaube Richtung Schweden und ich glaube sogar auch Richtung Deutschland. Muss passen, bin da nicht ganz im Bilde, weil mich die Verbindungen noch nicht so interessiert haben. Ja, und gerade eben war hier Sonnenuntergang. Jetzt fängt es schon wieder an zu stürmen und zu regnen. Und ich drehe mich mal eine Runde. Dann
damit ihr die... Ich sehe ja zerstört aus. Da sieht man es noch ein bisschen. Herrlichster Sonnenuntergang. Und hier ist die Ostsee und das hier ist quasi so eine Fähre, die übersetzt nur darüber. Das sind nur ein paar wenige Minuten. Die fährt auch alle 20 Minuten hier ab. Dann ist man auf der Kurischen Nehrung drüben. So, ich hoffe, man versteht das noch. Zu Peggy gesagt, ich schnapp mir noch mal die Kamera und wollte noch mal kurz hier runter in dem Licht. Es ist schon 22.21 Uhr. In der eine Stunde jetzt hier voraus zur deutschen Zeit. Naja, jetzt vermute ich auch, wo der Angler vorhin herkam. Ich denke, hier hat er seine Angel reingeschmissen. Ja, herrlich. Ja, nochmal ein ganz kurzes Feedback und Fazit von uns zu Vilnius, der Hauptstadt von Litauen. Ist jetzt natürlich wirklich nur eine persönliche Meinung und in dem Augenblick, muss ich mal schwenken, kommt hier die Fähre wieder rüber. Ja, uns wurde ja ans Herz gelegt, schon des Öfteren, auch in den letzten Jahren, auch von Kollegen und so weiter. Man soll unbedingt mal nach Vilnius, eine wunderschöne Stadt. Ja, wie soll ich sagen? Unsere Begeisterung hält sich ein bisschen in Grenzen. Klar, ist immer so ein Thema. So ein Sightseeing-Stadtbesuch muss man sowieso mögen. Aber man vergleicht das dann natürlich auch mit anderen Städten. Und wie wir vor kurzem in Danzig waren, vergleichen wir das dann natürlich damit. Ich versuche es mal kurz zu fassen. Vilnius ist aus unserer Sicht sehr, sehr international. Sehr kirchlich, also im Stadtzentrum alleine gibt es 50 Kirchen und es gibt darum auch den Grund, warum Vilnius Stadt der 1000 Kirchen genannt wird oder auch das Rom des Ostens. Ja, man kann da wirklich an jeder Ecke nach ein paar Metern sich eine andere Kirche anschauen, wenn man das möchte. Ja, also kurzes Feedback, wir waren mal da. Und wüssten jetzt nicht, warum wir nochmal unbedingt dahin müssen. Aber wie gesagt, ist nur unsere Meinung. Und ja, ist für uns auch immer anstrengend, so eine Städtetouren. Aber wenn wir in den Ländern sind, dann versuchen wir trotzdem mal sowas mitzunehmen. Und ich gehe davon aus, das nächste Mal wird dann wahrscheinlich Riga sein, weil das ja ein bisschen sowieso auf dem Weg liegt. Ja. Genau, das nur so als kurzes Feedback. Es waren jetzt ungefähr 300 Kilometer, einmal durchs Land. Die Fahrt wieder extrem unspektakulär und ich sag mal vorsichtig langweilig. Es geht wirklich einfach nur übers flache Land. Ja, heute hat es halt stark geregnet die ganze Zeit. Ansonsten machen wir uns heute Abend nochmal einen Plan, wie es jetzt weitergeht. Peggy möchte gerne rüber auf die Kurische Nehrung und ein paar Tage dort verbringen. Es kann aber auch sein, dass wir erst nochmal in Litauen quasi südlich fahren, an dem Haff entlang, Richtung russischer Grenze. Da haben wir auch ein paar schöne Stellplätze schon uns rausgesucht. Wissen wir noch nicht genau, da machen wir uns heute Abend schlau. Genau das seht ihr dann, wenn ihr mögt und wieder einschaltet. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit und alles Gute. Ciao!